So, Freunde, wir sind zurück zu neuen Videos in The Rare und es ist an der Zeit, etwas an euch zurückzugeben, weil ohne euch ist der Kanal im Endeffekt relativ wenig wert. Also wenn ich die Videos mache, sie keiner anschaut, ja, dann ist es halt auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Deswegen bin ich jedem enorm dankbar, der diese Videos anschaut, der Daumen hoch da lässt, der Abonnent ist, der Kommentare da lasst, weil das ist wirklich hier auf dem Kanal ziemlich fresh. Das ist so ein richtig bunter Mix zum Teil. Es sind sehr, sehr nette Kommentare dabei. Es sind konstruktive Kommentare dabei, wo mich wirklich dann auch so ein bisschen weiterbringen in Sachen meinem Content. Dann auf der anderen Seite sind auch sehr, sehr nette Videoideen zum Teil dabei. Und auch wilde Kommentare. Alles ist wirklich am Start, fühle ich absolut. Das wird mich enorm freuen, wenn wir das so beibehalten können. Und deswegen habe ich mich lang hingesetzt und überlegt, was kann ich zurückgeben? Was ist eine innovative Idee? Was hat noch keiner gemacht? Ja, klassisches Giveaway, würde ich sagen. Also, da ist nicht mehr rumgekommen, aber ich denke, mit einem Spieler aus The Rare kann eigentlich jeder was anfangen. Es ist auch ein Spieler, der ist deutlich mehr wert als im letzten Giveaway. Das Ganze ist aber nur möglich gewesen durch The Rare. Also da nochmal ein dickes Dankeschön auch an euch. Ich habe das Ganze so ein bisschen auf die Beine gestellt und ja, um euch einfach ein bisschen was wieder zurückzugeben. Ein bisschen was, was auch wirklich was bringt. Und welche Spiele es sein wird, was ihr damit anstellen könnt, wie ihr mitmacht, schauen wir uns alles im Verlauf des Videos an. Beziehungsweise wie ihr mitmacht, schauen wir uns direkt an. Da müssen wir noch gar nicht lange rumreden. Das gibt im Endeffekt sehr, sehr einfache Anforderungen. Das kennt ihr von mir. Ich will da kein riesen Experiment draus machen. Also Daumen hoch da lassen. Erste Anforderung. Zweite Anforderung. Abonnent sein. Ganz easy. Kostet euch nichts. Und die dritte Anforderung. Einen freshen Kommentar da lassen. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt, was Nettes, was Wildes, Gedicht, was auch immer. Aber ganz, ganz wichtig, dieser Kommentar muss auf jeden Fall euren Rare-Namen beinhalten, dass ich euch auch zuordnen kann. Sonst wird es sehr, sehr schwierig. Und ja, da würde ich sagen, das wäre es an sich schon. Wenn ihr noch nicht so Rare spielt, dann könnt ihr gerne natürlich auch noch über meinen Link euren Account erstellen. 5 Karten auf dem Markt, ein Unlimited for Free abstauben, plus vielleicht das Giveaway holen. Aber das ist keine Anforderung. Also nur Daumen hoch, Abonnent und einen Kommentar mit Name und vielleicht was Witziges. Also immer gern gesehen, definitiv. Und dann muss man noch sagen, das Giveaway wird bis zum 28.02. laufen. Ich klappe kurz den Kalender auf, perfekt. Optimales Bildschirmverhältnis hier. Also seht ihr jetzt, sind am 28.02. 12 Uhr ist die Deadline. Da werde ich das Ganze auslosen, ein Video drüber machen. Dann werdet ihr schon sehen, wer die Karte bekommt. Aber das wäre es dazu. Ich würde sagen, bevor wir den Spieler anschauen, welcher es ist, noch kurz in meine Game Week reinschauen. Das kommt immer gut bei euch an. Ich finde es sehr, sehr interessant, das Ganze nochmal so ein bisschen Revue zu passieren lassen. Zum Teil auch ein bisschen ernüchternd, aber in dieser Game Week, jetzt gerade ist Montag, also sprich, es gibt noch ein paar Spiele heute Abend, aber das ist nicht der Rede wert. Es ist very promising, ich muss sagen, ja, nee, irgendwie nicht. Also wir haben hier einmal einen Tier 3 Reward Limited und einmal den kleinen Threshold. Und das war nicht überragend das Wochenende, nee, auf gar keinen Fall. Wir haben hier ein Team aus der Limited, das jetzt auch im Endeffekt den, ja, den einen Reward holt, einen Kramarisch, der endlich wieder Tore schießt und dem wir beide zum zweiten Mal wirklich abliefern. Und Alex Anderson, by the way, den Mann fühle ich irgendwie, also ist keine Kaufempfehlung oder so, aber irgendwie fühle ich den Mann. Ich habe den davor selber nicht gekannt, habe mich ein bisschen informiert, was eigentlich in Österreich noch so rumspringt. Und der Mann ist ausgeliehen an Klagenfurt vom FC Bayern. Und ist Schwede, 20 Jahre jung. Wer weiß, wo das hinführt, den behalte ich erstmal. Hat direkt auch sich ausgezahlt, also gegen Alltag direkt zugeschlagen. Vertonken, nicht wirklich gut gepunkt. Kastels war so ein bisschen im Clinch mit Kramaric. Sprich, wenn Kramaric die Bude macht, wird Kastels runtergehen. Aber das passt. Also dann nehmen wir auf jeden Fall den Tier 3 mit. Wird nicht krass sein. Aber besser als nix, sage ich da immer. Dann All-Star Rare, klein Threshold. Ja, hätte auch der Große irgendwo sein können. Und Tohandanovic war jetzt nicht überragend. Dann habe ich hier eigentlich ja Meunier noch stehen. Den habe ich immer nicht losbekommen. Hab dann aber gewusst, Meunier wird safe nicht spielen. Der Mann ist halt leider immer noch verletzt. Hab mir dann Anderson geholt. Den Mann habe ich noch nie wirklich spielen sehen. Ich habe tatsächlich einfach einen Ersatz gesucht, der einfach also wirklich aufläuft und auch Punkte holt. Wie wir sehen, er hat nicht viele Punkte geholt. Passt aber. Hat uns den Threshold reingeholt. Und ganz witzig noch, so ein kleiner Side-Fact, der ist tatsächlich auch Nummer 4, Seriennummer 4. Das ist so am Rande erwähnt immer so eine Sache. Also zum Teil werden die Spiele dadurch echt teurer. Und ja, also wenn ihr da einen habt, vielleicht kriegt ihr einen teurer weg, könnt euch dann einen anderen holen. Aber ist tatsächlich nicht eine Regel, sondern das kann durchaus passieren. Dann auch Schöpf, auch nicht überragend gepunktet, sogar schlechter als Anderson. Koke mit einem Assist, fühle ich, der kommt gerade ein bisschen in Fahrt, vielleicht wird Atletico wieder besser. Und Boré, ja, ja, Raphael Boré, das ist so eine Farce, was wir da uns irgendwie mittlerweile in der Galerie haben. Den wollte ich verkaufen, habe es irgendwie dann nie gemacht, beziehungsweise habe ihn nie losbekommen für den Preis, haben ihn jetzt immer noch und er ist halt deutlich unter dem Preis, wo ich ihn damals easy verkaufen hätte können. Er trifft nicht mehr. Allgemein, dieses Topspiel, ich habe es live angeschaut, wow, Topspiel, ne?
kann man viel reininterpretieren, aber das war kein schönes Spiel. Boré hat wirklich nicht viel gezeigt. Allgemein lief da einfach nicht viel zusammen. Sei es drum, also den behalten wir jetzt erstmal, weil unter dem Preis aktuell werde ich ihn nicht hergeben. Dann kommen wir zu meinem kleinen, aber feinen Benfica-Stack. Das andere Video gab es auch schon dazu, wo ich ein bisschen detaillierter erklärt habe, was da so zustande kam, wie es zustande kam. Könnt ihr gerne anschauen, haben wir leider keinen Reward geholt. Habe ich im letzten Video auch schon kurz angesprochen, sprich, erst habt ihr überragend, hätten sie deutlich höher führen müssen fast schon. Und in der zweiten Skandal, also sage ich gar nichts mehr. Am Ende 2-2, gut. Ja, kein Reward für mich. Dann Champion America, da war safe, dass da nichts rauskommt. Gute 0 Punkte abgesahnt, kann man machen. Osvaldo hätte der einzige gewesen, der spielen können. Dann Champion America, die gute alte Vereinslegende Omar Mendoza hat tatsächlich performt. Hätte ich den oben in All-Star reingehauen, großer Threshold auf jeden Fall drin gewesen. So halt hier, ja, war er halt am Start, hat ein paar XP mitgebracht. Sonst halt auch nicht wirklich viel. Aber ich bin sehr, sehr hyped auf MLS tatsächlich. Weil da sehen wir jetzt schon, habe ich einen Brad Stuver und Fagundes und Dominguez. Hier kommt noch ein Robin Lothin und ein Romana. Sprich, wir haben dann 4 von Austin plus einen Robin, der wirklich not bad ist in meinen Augen, der auch was rausholen kann. Da bin ich gespannt, wo es hingeht. Nächstes Wochenende ist soweit. Ich hoffe, es wird ein Riesenerfolg. Werden wir auf jeden Fall sehen. Dann haben wir ein Champion Asia Limited Team. Das ist natürlich echt enorm bitter gelaufen. Der Torhüter hat safe nicht gespielt. Das war mir auch klar. Nakato, dachte ich, safer Spieler. Hat nicht aufgelaufen. Higashi, dachte ich, safe. Hat auch nicht gespielt. Yamada war so 50-50 in meinen Augen. Hat auch nicht gespielt. Iwata hat gespielt. Immerhin. Aber da müssen wir uns nochmal hinsetzen ans Zeichenbrett. Vielleicht eine andere Mannschaft draußen basteln. Und dann Champion Europe Limited. Und da muss ich kurz echt sagen, mein guter Freund Domenico Tedesco, also by the way, fühle ich absolut den Trainer, für mich einer der besten, die es so gibt. Sehr kontroverse Meinung höchstwahrscheinlich, sei es drum, habe ich jetzt auf einmal raushauen müssen, hat mich halt im Endeffekt hier den Reward gekostet, weil André Silva nur von der Bank kam und dann halt selber auch trotz 3er Tore noch mit ihm auf dem Feld nichts hinbekommen hat. Leider hat so einen halben Assist, also sprich Schuss aufs Tor, Abpralle und Olmo macht ihn rein, zählt halt in Surreal leider nichts. Und trotz, dass Marco Reus eine 100er Bombe droppt, haben wir ja nichts geholt. Das ist tatsächlich eine Kunst für sich, muss man erstmal hinbekommen, tat echt weh. Und sonst Pavard solide, Guerrero solide, Trapp solide, Guerrero by the way, gutes Stichwort, werden wir später nochmal sehen. Kleiner Hint schon mal und dann U23, da bin ich eh noch nicht eingestiegen, da habe ich einfach nur ein paar Jungs. Heute spielen wir Matthias, ich denke der Matthias wird auch nicht mehr hier 300 Punkte droppen, sogar zu 100% nicht, sei es drum. Aber wie wir sehen, ja, lief jetzt nicht überragend, es hätte deutlich besser laufen können, hätte einfach André Silva gezockt von Anfang an, hätte ein Tor gemacht. Ja, hätte, hätte, es ist alles im Konjunktiv, dann wäre man halt hier safe auf Tier 2 rausgekommen, vielleicht sogar Tier 1. Sei es drum, also da, man darf sich da nicht so reinsteigern und sagen, hey, wer das, es ist halt immer noch Fußball, kann alles passieren. Und so war meine Game Week und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo eigentlich alle noch interessiert, würde ich behaupten, ich denke alle, die dran geblieben sind, die wollen jetzt auch sehen, um welche Karte dreht sich das Giveaway. Nochmal kurz zusammengefasst, ihr müsst Abonnent sein, ihr müsst einen Daumen hoch geben, ihr müsst einen Kommentar mit eurem Rare-Namen reinhauen und dann seid ihr im Lostopf. Und am 28.02. wird das Ganze ausgelost um 12 Uhr mittags und es geht um, ich habe schon mal angeteasert, Rafael Guerrero. Er ist 130 Euro wert und wie gesagt, es ist dieses Mal ein Giveaway, wo deutlich, deutlich mehr drin steckt als bei den letzten Malen. Letzten Male waren es eher kleinere Pferde. Diesmal ist ein schöner Mustang, ein schöner schwarzer Mustang, der so wirklich was liefert auch. Warum Guerrero? Ich hätte auch andere Spieler raussuchen können, vielleicht auch Talente eher. Aber ich bin dann bei Guerrero stecken geblieben, weil er aus meiner Sicht eine Sofortlösung für viele sein kann. Ich weiß, unter meinen Abonnenten oder unter euch, also wir sind ja eher eine Community, das möchte ich gar nicht so meinen, aber nee, also in der Community auf jeden Fall sind viele Leute, die anfangen, die gerade am Anfang stehen und ein Guerrero kann man da aus meiner Sicht bauen. Ich spiele ihn selber, habe mir selber in Champion Europe unterwegs und er hat halt, wie wir sehen, enorm viel Spaß, auch mal höhere Punkte rauszuholen und deswegen dachte ich mir, Guerrero könnte vielen von euch wahrscheinlich ja so 75% enorm, enorm weiterhelfen und für denjenigen, der dann gewinnt, wenn er ihn nicht braucht, dann vertickt ihn halt. Und dann hat er trotzdem auch gut was mitgenommen. Also 130 Euro, vielleicht sind es dann später noch mehr, keine Ahnung. 0,051 ETH, das kann man so auch kurz zusammenfassen. Ist auf jeden Fall was Nettes. Das sollte man auf jeden Fall nicht kleinreden. Ja, und soweit würde ich sagen zu diesem Video. Man muss eigentlich nicht das weiter ausholen. Ich freue mich für jeden, der diesen Rafael Guerrero gewinnt. Weil, ja, ich fühle den Mann. Also aus meiner Sicht ist er einer der Besten aus der Bundesliga. Er war so ein bisschen im Formloch, ist relativ verletzungsanfällig, das darf man nicht vergessen. Und hat aber auch noch
echt Potenzial von einem Preisanstieg. Deswegen ist er auch drin. Also es waren so ein paar Komponenten, die zusammengespielt haben, warum ich ihn ausgewählt habe. Und der geht schlussendlich ja, an euch über. An den Glücklichen oder die Glückliche. Je nachdem, wer den Mann zieht. Wir werden es sehen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Guter Cliffhanger jetzt am Ende, würde ich behaupten. Tschüss.